Hallo und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe des Weihnachtsspecials der lustigen Witze. Der YouTube-Serie, in der normalerweise Master Jam euch so mittellustige Witze erzählt, über die ihr dann herzhaft lachen könnt. Mein Name ist Dimena Kobalczek und ich führe euch durch die heutige Show. Normalerweise mache ich Podcasts, was zum einen die echt schlechte Videoqualität und zum anderen den dicken Pickel erklärt, der da in meinem Gesicht hängt. Wenn ihr hören wollt, was ich ansonsten so mache, dann geht doch einfach mal auf www.war-klar.de. Und damit sage ich, wie gewohnt, 3, 2, 1, los! An der Kinokasse fragt die Kassiererin: Entschuldigen Sie bitte, haben Sie gerade wirklich dreimal hintereinander für den gleichen Film ein Ticket gekauft? Antwortet der Ostfriese: Ja schon, aber vor Ihrem Kinosaal steht immer jemand, der Sie zerreißt. Woran merkt man, dass man nach Ostfriesland kommt? Die Kühe werden schöner als die Mädchen. Was ist der ostfriesische Dreikampf? Lesen, Rechnen und Teebeutelweitwurf. Die ostfriesische Staatsbibliothek musste kürzlich schließen. Jemand hat das Buch gekauft. Kategorie Survival. Was macht ein Ostfriese mit einem Eimer heißem Wasser? Einfrieren natürlich. Heißes Wasser kann man immer gebrauchen. Ein Ostfriese geht zur Post, um Briefmarken zu kaufen. An der Kasse sagt er: Entschuldigen Sie, können Sie bitte den Preis abmachen? Es soll ein Geschenk werden. Warum haben in Ostfriesland eigentlich die Elektriker so viel zu tun? Weil die Ostfriesen mit einem Hammer das Licht ausmachen. Warum können Ostfriesen eigentlich keine Eiswürfel mehr machen? Die Frau, die das Rezept kannte, ist letztes Jahr gestorben. Ostfriesen sind nicht etwa klein. Sie gehen einfach nur so gebückt. Die Frage ist, warum gehen sie eigentlich immer so gebückt? Weil die Bayern früher auf ihrem Rücken zur Arbeit geritten sind. So, das war's auch schon von mir. Und jetzt, wo ihr endlich wisst, dass Ostfriesenhäuser rund sind, damit keiner in die Ecke pinkeln kann, könnt ihr endlich dieses Video ausmachen. Wenn auch ihr keine Eckenpisser seid, dann könnt ihr diesem Video einfach einen Daumen rauf geben und es vielleicht sogar auf euren Netzwerken teilen. Das heißt, außerhalb von YouTube. Wahnsinnig, wa? Also, wir freuen uns selbstverständlich auf eure tollen Bewertungen und Kommentare, in denen ihr uns sagt, wie lustig das eigentlich war. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.